Mach rein. Ja, UI Dog. Hey Leute, willkommen zu einem Video zu Rocket League. Ich habe es im letzten Video schon festgestellt. Bacchus Mod geht wieder. Bacchus Mod ist ein Programm, was leider nicht immer mit OBS angezeigt wird. Aber mit diesem Programm kann ich theoretisch jeden Gegenstand im gesamten Spiel an jeden Wagen packen. Ich zum Beispiel hier die Reifen, kann ich sagen, okay, mach einfach mal hier die dran. Geht. Und dann sind die da dran. Das sehe nur ich. Und im Dezember und Januar ging das nicht so richtig. Da haben mir auch ein paar Leute einfach gesagt, dass es ging, aber nein, es ging faktisch nicht. Da haben mir auch ein paar Leute gesagt, dass ich einfach zu blöd bin, den Itemnamen richtig einzutragen. Nee, bin ich auch nicht. Das heißt, ich kann mir jetzt endlich mal alle Gegenstände vom Aftermarket angucken. Und noch eine Sache, die auch ganz cool ist, es gibt so ein paar Fantasiefarben, die du auch auswählen kannst. Im Shop kann man sich ja einen Golden Octane holen, der sieht so aus. Ne? Also wer sich den holt, natürlich. Creator Code Bader YT ist noch für 7 Stunden. Na gut, wird vielleicht ein bisschen knapp. Aber es gibt ja auch so Fantasiefarben, wie zum Beispiel weißes Gold. Und das sieht so aus. Oder noch eine andere Farbe, Rosengold. Sieht so aus. Ist auch nochmal ein bisschen anders. Oder kann ich auch. Warte, dann kann ich auch die Farbe ändern. Die sehen so aus. Die sehen halt recht geil aus eigentlich. Ich finde, die sehen schon ein bisschen edel aus. Die kannst du wahrscheinlich nicht im Painted holen, aber mit Bugs Mod kannst du halt da die Farbe ändern. Die sehen fairerweise halt in Farben nicht so cool aus. Würde ich dafür 5 Euro ausgeben. Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann gehen wir mal kurz die Skins durch. Ja, ich finde den Skin hier ganz cool. Boah, ich will, glaube ich, gar nicht beide von denen zeigen. Wen von denen finde ich denn am Angucken? Ich guck mir den an. Und der sieht jetzt ganz cool aus, weil ich halt so Farben forciere, aber normal sieht der so aus. Will ich den in normal sehen oder will ich Farben forcieren? Weil wenn ich Farben forciere, dann, ganz ehrlich, ich mach das so. Sieht einfach so cool aus. Ist auch wieder der klassische Fall von, ey, Psyonix, warum macht ihr den Skin nicht einfach schwarz-weiß? Das ist die Farbkombo, die jeder liebt, also wirklich jeder. Ich kenne keinen Rocket League-Spieler, der sagt, oh, schwarz-weiß, ein scheiß Kombo. Sieht einfach, finde ich, 3 Stufen besser aus auf einmal. Okay. Lol. Referenz, die jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber ich habe heute in FIFA ein 30-Coins-Pack geöffnet und da war einfach Yashin drin. Gut, einmal reinwerfen, hat mich ein bisschen geflasht. Ich hatte vorher Lloris mir geholt. Davor hatte ich Schmeichel, den ich auch gekriegt habe, aber mein Geld. Finde ich krass. Sorry, wollte ich kurz einmal reinwerfen. Für die paar Leute, die FIFA-Spiele das Video gucken, die werden wissen, dass das tatsächlich recht cool ist. Okay, ein Satz noch zu FIFA. Yashin ist halt ein Torhüter, der trägt einfach eine Mütze. Die haben den halt so einen Gimmick-Faktor gegeben, dass der in-game eine Mütze trägt. Ich bastel ja auch gerade mit den Evolutions an ein Schalke-Team und ich würde, glaube ich, schon gerne mal ein Video dazu machen, wie ich das Schalke-Team spiele. Da sind so. Oh Gott, ich bin wieder overcommitted. Also den Skin, wenn ich den bewerten müsste übrigens, hier in der Farbkombination ist der für mich eine 7 von 10. Also ich finde den auch jetzt nicht mal gut. Und in der normalen Auslegung ist der für mich eine, keine Ahnung, 5 von 10. Sieht halt ein bisschen hardcore. Oh, ach, sieht halt ein bisschen hardcore generisch aus, meiner Meinung nach, der Skin. Ah! Das war halt kurz davor, ein guter Fake zu sein. Ach, schade. Wenn er den liest, kann das. Oh. Guter Angriff. Und wenn ich da nicht zum Ball rotiere, sondern halt zum hinteren Pfosten, dann wirke ich auch nicht wie so ein Idiot in der Rotation. Oder beim Safe. Auf einer eher positiven Note. In Rocket Racing bin ich aktuell in der dritthöchsten Liga. Das wäre dann wahrscheinlich so das Gegenstück zu Champion wahrscheinlich, ne? Und ich bin auch committed, in Rocket Racing weiter zu spielen. Also, der nächste Rang ist ja dann quasi Grand Champ. Das heißt, ich werde das. Der heißt anders. Aber das heißt, ich wäre dann offiziell in Rocket Racing besser als in Rocket League. Was nicht gut ist. Also klar, Skill Gap ist in Rocket Racing halt überhaupt nicht hoch. Da kommst du sehr schnell hoch, aber trotzdem wäre das nicht schön. Ja, wir machen jetzt das Siegtor, ne? Also, so ist es nicht. Machen wir es? Ja, mach ich nicht. Aber ich hab's einfach ganz arrogant gesagt, ich mach das. Oh doch. Lol. Lol. Okay, sehr gut. Oh Gott, nein, dann nehmen wir eine Chance. Stop. 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 Vorbei. Okay. Ja, wie findet ihr den Skin? Ich würde den nicht hochpacken auf eine Liste von Skins, ehrlich gesagt. Wenn ich die Gegenstände auch in Rocket Racing haben würde, dann würde ich drüber nachdenken, wenn wir die zu holen. Weil dann hätte ich die für 2 Spiele, aber wenn ich die jetzt halt nur für 1 Spiele habe, denke ich so, ja, gut. Was will ich damit? Ich mache mir den Record an. Ah, okay, der forciert auch das Farbmuster. Wenn ich da die Farbe ändere, passiert gar nichts. Wir machen jetzt mal golden. Ja, da passiert nichts, okay. Oh. Oh, oh nee, 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 oh. Wieso macht der Teammate Danke? Du hast den ein Geschenk gemacht. Ich stand aber auch wie so ein Haufen Kacke einfach mitten im Tor, ne? Muss man auch einfach mal fairerweise sagen. Teammate, das ist ein Pass. Ah, das ist halt Kacke, ne? Okay. Hab ich gerade den Schuss von meinem Teammate geblockt? Ach, Teammate, hör auf, hör auf, hör auf! Der ist weg. Er macht auch Danke.
Wieso hat mein Team mit mir schon zweimal weggerammt? Ah, okay, ja, ja, warum glaube ich, dass wir keine Chance haben? Ich weiß es nicht. Mann, hör doch mal! Er meint es ja nicht böse, by the way. Er meint es auch nicht böse, wenn ich mich da aufrege. Zum Beispiel jetzt war ich auch viel zu weit hinten. Was mache ich da? Nee, da... Es hat den Part lustig, nervig ein bisschen überschritten. Wir sind ein bisschen hardcore im Bereich nervig jetzt. Ich finde, um toxisch zu sein, das muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Halt mit Skill. Das war ein stabiler Pass. Hätte auch eigentlich niemals ein Tor geben. Jetzt will er aufgeben. Hätte niemals ein Tor geben dürfen, wenn wir halt nicht so double committen da so. Klar. Danke, dass er aufgeben will. Negativ. Wir haben verloren. Negativ Punkt 2. Ich habe mich aufgeregt. Positiv. Ich muss den Breakout nicht mehr spielen. Ne, es sind die kleinen Dinge. Man muss manchmal auch diese Perlen suchen im Leben. Okay, also manche Gegenstände gibt es dann bei Bugs Mod. Ja, sieht sogar wirklich cool aus, der Wagen. Ne? Einfach clean mit schwarz. Gut, dieses Schwarz kannst du ja gar nicht haben, aber sieht sau cool aus so. Okay, Fennec. SK-Life. Okay, der sieht so aus. Kann ich da irgendwas ändern mit der Farbe? Nope. Wäre das beim Octane, würde ich das halt echt spielen viel. Ist halt locker, sieht irgendwie süß aus. Finde ich in Ordnung. Der sagt auch Danke nach der Zerstörung. Ich habe das nie verstanden. Weil es ist ja einfach eine Spielmechanik. Wenn der Gegner ein Tor macht, sagst du ja auch nicht Danke. Der Bump muss noch nett sein. Jetzt zum Beispiel fand der Bumpen gut. Er hat gesagt, danke, guter Pass. Wenn der Gegner bumpt, ist, danke. Aber wenn ich bumpe und Nice Moon sagt, hey, danke, guter Pass. Kommt überraschend gut zum Teammate. Immer noch. Ich springe einfach mal. Ah, vielleicht jetzt nicht das Beste. Eigentlich will ich noch einen Fake machen. Also theoretisch hat es geklappt, es war ein gutes 50-50, aber ich wollte es halt so nicht machen. Oh, das wiederum ist nicht kritisch, das haben wir gut. 3 Assists. Ich habe das Gefühl, 2 waren Unfälle und hier konnte ich gar nichts für. Das war ja nicht mein Assist, ist einfach dahin gekommen. Hm. Boost. Ah, ist ein bisschen später gekommen. Oh. Chance. Ja, nice. Jetzt wieder Tor entstanden, weil ich auf den Bump gegangen bin. Ja, das Ding ist, wenn ich im gegnerischen Team wäre und das machen würde, der würde sich halt so aufregen wahrscheinlich. Oh nein, Teammate, nein, 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 nie. Jetzt einfach 15 Sekunden ohne Gegentor sollten wir ja schaffen. Und da sind wir gut. Vielleicht mal eben sogar Siegtor. Oh, warte. Ah. Ah, nein, 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 nach hinten, nach hinten. Scheiß auf Siegtor, wir müssen nur gewinnen. Ja, super, danke. Ich würde sagen, zum Schluss gucke ich mir noch mal eine ganz cleanen Fennec an. Aber das hier finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde, das kann man sich angucken. Aber das hier sieht halt richtig cool aus. Letzte Game. Season 3 Grand Champion im Team. Leute, um es zu klären, warum ist das gelb? Der war Season 3 Grand Champion, als das Spiel noch Geld gekostet hat. Also es war nicht die aktuelle Season 3, sondern die letzte. Es gab ein Reset, als das Spiel kostenlos geworden ist. Und ich meine, das war die Season, wo es sehr leicht war, Grand Champion zu werden. Da gab es eine, ne? Oder war es die richtige Season 3? Auf jeden Fall gab es eine Season, wo es viel zu leicht war. 6 Jahre her oder 7 Jahre, whatever, auf jeden Fall ewig. Come on, mach rein. Ja, zumindest was Bumpen angeht, da bin ich on fire. UI Dog, mach mal Wuff Wuff im Chat, was ein bisschen cringe ist. Aber ich weiß nicht, was ich darauf sonst antworten soll. Okay, that's Triad, schreibt er. Das ist dein Triad, hm? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Dude. Das ist lustig. Der Gegner gibt der Partie so eine persönliche Note. Finde ich immer lustig. Der hätte ja auch meine Zerstörung einfach ausweichen können. Da muss man auch mal kurz festhalten. Oh, der ist gut. Oh, guter Save. Jetzt macht er mich auch gefallen. Das Ding ist, mich stört das nicht. Ich weiß, dass das ein Skillproblem ist, wenn ich von der Zerstörung kaputt gehe. Oh, der geht, glaube ich, rein. Oh, geh nicht rein. Oh! Er ist nicht kaputt gegangen. Gerammt. Ja, schade. War der falsche Move. War der falsche Move. Lol. Lol. Ich zweierte, by the way, nicht. Muss nur das reinzuwerfen. Ich nehme die Partie komplett locker. Und mache hier und da so ein bisschen Zerstörung. Also ich gebe schon mein Bestes, aber ich weiß, dass mein Bestes halt nicht gut ist. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt hier komplett sich zu versteifen. Zumal es ja auch eher so ein lockeres ist, Let's Try, ne? Der hat das nicht aus Wut gesagt oder so. Glaube ich.
Es kam mir zumindest so vor, dass es einfach eine lockere Partie ist hier. Das war jetzt ein bisschen wild. Ey, sorry, ich hab alles versucht. Jetzt werde ich gewonnen. Okay, gut. Er meint es doch ein bisschen persönlich, was ich weird finde. Der ist richtig mad. Und der geht rein. Und jetzt wird meiner toxisch. Wieso ist mein Teammate jetzt auch noch zum Kickoff gegangen? Ich sehe deswegen jetzt ein Tor halt, ne? Okay, nicht ganz. Okay. Also, ich hatte Spaß in der Partie. Ich verstehe nicht, warum die so toxisch waren. Aber gut, nehme ich mit. Barkes-Mod geht wieder. Zumindest teilweise, ne? Manche Gegenstände, die lassen sich nicht finden. Bin halt noch nicht ansatzweise durch, ne? Ah, doch. Ich bin ansatzweise durch. Okay. Wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.